hochkonzentriert. Dass wir nochmal gucken, was da mit dem Kopf ist. Spezialisiert. Man muss sich dafür allerdings Zeit nehmen. Und einfühlsam. Was kann man denn gegen ihre Angst machen? Das sind die Neurologen des Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Radiologiebesprechung, Chefarztvisite, ja. Patientendokumentation. Es ist Mittag, das Team der Neurologie hat einen straffen Zeitplan. Bei Chefarzt Gento reißt der Patientenstrom in der ambulanten Ermächtigungssprechstunde nicht ab. Einmal wöchentlich erfolgt die Spezialambulanz mit Botulinumtoxin. Wenn man dann reingespritzt hat, dann wird der Muskel freiwillig, sage ich mal, gelähmt. Ja, das ist die Wirkung, die man dann macht. Und deshalb nutzt man das bei unwillkürlicher Muskelanspannung. Ja, und dann wird dann da reingespritzt, dann wird der Muskel für eine gewisse Zeit lahmgelegt. Ja, und dann ist diese unwillkürliche Muskelanspannung dann weg. Diese Patientin ist im Alltag stark eingeschränkt. Ihr Kopf fällt immer wieder zur Seite. In ihrem Job einfach nur hinderlich. Ja, ich bin nicht zum Arzt gegangen. Ich gehe nicht zum Arzt. Ich bin nicht krankgeschrieben. Aber das war schon nervig. Ja. Nee, das glaube ich. Also, das war so schlimm. Ja. Schmerzen? Ja, dadurch wurde mir schon ganz schwindelig im Kopf. Ja. Mit dem ganzen Hin und Her. Und dann hatte ich auch schon Nackenschmerzen dadurch. Seit ein paar Tagen tut mir auch der Arm. Ich weiß nicht, ob das dadurch auch kommt. Also hier so ein bisschen. Ja, durch die ganzen Verrenkungen oder Verkrampfungen. Ja. Die Dame ist genervt von der Beeinträchtigung. Ob der Chefarzt die Störung erneut mit Botulinumtoxin spritzen kann, hängt vom Zeitraum der letzten Gabe ab. Auf der Station gilt es für Stationsschwester Christine, nach der Visite alle Fäden zusammenzuhalten, ihr Team zu unterstützen, Ansprechpartner zu sein und alles Notwendige zu organisieren. Das Tempo ist dabei nicht zu unterschätzen. Hast du Schritte mitgezählt? Ja, also zwischen 10.000 und 12.000 pro Tag. Okay. Nur hier vormittags, also bis 2:30. Nur zur Personalplanung zieht sie sich an einen ruhigeren Ort zurück. Konnte mir nie vorstellen, was anderes zu machen. Und es ist mehr wirklich Berufung als Beruf. So, ich mache es einfach gerne. Schon immer, von Anfang an. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier im Haus und bleib bestimmt auch noch 20 Jahre. Ja. Zurück in der Ambulanz. Der Abstand zur letzten Botox-Therapie ist mehr als ausreichend. Alain Gento kann der Frau helfen. Das Nervengift wird direkt in den Muskel injiziert. Direkt im Anschluss folgt der nächste Patient. Und wir sind ja auch eigentlich auch hier bis auf nächste Zentrum in Berlin auch die Einzigen, die hier das anbieten. Ja? Und das ist ja auch für die Patienten eine sehr dankbare Sache. Ja, es ist kein einfaches Krankheitsbild, auch gehört zu unseren speziellen Sprechstunden. Dann, ja. Okay, und dann Marco zurück. Neumann ist begeistert von der Botulinumtoxintherapie. Gut, wunderbar. Also von meiner persönlichen Einschätzung bin ich auch sehr zufrieden. Ja. Also zum Vergleich von der Patientin, die vorhin ja sehr schlecht dran war, war bei ihm die Symptomatik viel schlimmer. Ja, also vor der Injektion war die Symptomatik bei ihm dann viel schlimmer. Und jetzt braucht er keine Geste oder irgendwie gar nichts und überhaupt keine Nebenwirkungen. Dann. Gut. Es war ja vorher extrem schlimm, also man konnte nicht drehen und hatte immer Schmerzen im Nacken. Und seitdem ist es auf jeden Fall besser geworden. Die Neurologen müssen immer auf alles vorbereitet sein. Vor allem bei den nicht planbaren Therapien ist Stärke gefragt. Ich mag es auch, chronisch kranke Patienten zu begleiten und ihnen bei den
oftmals ja zunehmenden Schwierigkeiten zu helfen. Wir haben viele Krankheiten, die chronisch voranschreiten und die wir noch nicht heilen können. Zum Beispiel Demenzen, zum Beispiel Multiple Sklerose, all solche Erkrankungen, aber auch viele Nervenerkrankungen. Und diese Patienten sehen wir oft mehrmals im Jahr. Zu denen hat man eine Beziehung aufgebaut und das mag ich gern, die begleite ich gern. Ein Beruf aus Berufung. So sieht es das gesamte Team der Neurologie. Und so tun sie alles in ihrer Macht Stehende, um den Patienten im Asklepios-Klinikum Uckermark zu helfen.